Die Amerikaner erlebten ein historisches Fernduell zwischen US-Präsident Donald Trump und seinem demokratischen Herausforderer Joe Biden. Tausende Kilometer entfernt waren die Kontrahenten, die eigentlich an diesem Abend an einem Tisch in einer Bühne stehen sollten. Donald Trump nahm an einer NBC-Veranstaltung in Miami teil und Joe Biden gleichzeitig auf dem Konkurrenznetzwerk ABC in Philadelphia. Und die Reaktion der Amerikaner auf dieses Duell ist mehrheitlich entlang dieser gespaltenen Nation, den Trennlinien Amerikas. Auf der einen Seite Donald Trump, der bei diesem Townhall-Format hart ins Visier genommen wurde von der Moderatorin Savannah Guthrie. Es war ein 20-minütiges Trommelfeuer an Fragen und die Moderatorin hat einiges Donald Trump entlockt bezüglich seiner eigenen Coronavirus-Infektion, bezüglich der Verbreitung von Verschwörungstheorien und vielen anderen kontroversen Ideen des Präsidenten. Es war wirklich ein mitreißendes Fernsehgespräch, das hier abgelaufen ist. Währenddessen langsam und behäbiger die Veranstaltung in Philadelphia mit Joe Biden, der langatmige Antworten gegeben hat zu den Sachthemen. Was den Amerikanern aufgefallen ist jedoch, ist die Tatsache, dass Donald Trump eben harte Fragen gestellt bekommen hat durch die Moderatorin Savannah Guthrie und dass die viele Zuseher empfunden haben, dass Joe Biden weichere Fragen zugespielt worden wären. Das ist für einige US-Bürger ein Indiz dafür, dass die Medien voreingenommen sind. Was die Quoten betrifft, genaue Einschaltzahlen wird es erst wahrscheinlich am nächsten Tag geben. Aber es wurde gesehen, dass mehr Menschen gestreamt haben, die Donald Trump-Veranstaltung. 320.000 Zuseher waren live dabei auf NBC und am Konkurrenzsender ABC 300.000 Zuschauer mit Joe Biden. Dieses Duell wird wahrscheinlich wenig ändern an der Dynamik des Rennens und das kann Joe Biden einfach nur recht sein. Für Donald Trump war es wahrscheinlich zu wenig, hier das Steuer noch herumreißen zu können. Für Joe Biden gleichzeitig ist es wünschenswert, dass sich einfach nichts mehr ändert. Er führt in den Umfragen, er hat den Sieg praktisch in Greifweite. Dieses TV-Fernduell wird insgesamt wenig ändern an diesem amerikanischen Wahlkampf, an diesem Finale. Wir sind Bild und wir liefern dir deine News auf YouTube. Zum nächsten Video kommst du hier und vergiss bitte nicht, unseren Kanal zu abonnieren.